Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir schauen heute in die Gedanken und Gefühle deines Gegenübers rein und auch die Tendenz für die kommenden Wochen in Bezug auf euch beide, auf dich. Und genau, schau bitte, ob du in Resonanz damit gehst, denn YouTube, das sind allgemeine Legungen. So, wir fangen mit der Gedankenebene an von deinem Gegenüber. Schau mal, die wahre Liebe, wie schön. Also ja, gedanklich gesehen bist du hier als seine große Liebe. Ja, das ist die Liebe, du bist die Liebe seines Lebens. Du liegst hier zumindest hier als Liebe seines Lebens. Lass uns mal mit dem Lenormand noch schauen, was wir noch für Informationen bekommen. Wir haben hier den Reiter, die Öffentlichkeit, also den Park. Also hier ganz, ganz tolle Karten. Und wir haben den Turm. Den Turm würde ich tatsächlich noch mal gerne abklären. Aber ich habe das Gefühl, hier kommt jemand, haha, genau, aus seinem Rückzug. Das wollte ich gerade sagen. Und tatsächlich, dieser Rückzug wird total genutzt, ja. Also hier wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr beide habt keinen Kontakt, sehr wenig Kontakt, weil, also vielleicht hat dein Gegenüber auch gerade noch so ein bisschen Zeit für seine Finanzen benötigt, aber ich sehe hier auch einen Rückzug. Allerdings wird dieser Rückzug eben auch genutzt, um sich über Dinge klar zu werden, denn du liegst hier als die wahre Liebe. Ich sehe hier auch gerade an der Unterseite die Liebenden, das ist total schön. Und wir haben auch auf der Gedankenebene den Reiter mit dem Park. Also das heißt, er plant hier jetzt mit einer schnellen Nachricht auf dich zuzukommen. Er ist schon quasi auf den Weg zu dir. Er möchte sich mit dir treffen und mit dir ja offen und ehrlich auch über seine Gefühle reden, die er für dich eben auch empfindet. Denn er wünscht sich einfach jetzt auch eine Aufwärtsbewegung. Und ja, und das, ich habe hier das Gefühl, ist ihm hier tatsächlich in diesem Rückzug ganz, ganz stark klar geworden. Vielleicht hatte er, wie gesagt, auch ein paar finanzielle Dinge auch zu regeln in der Zwischenzeit. Aber ja, in der Ruhe kommen halt eben auch viele Dinge hoch, die man oft versucht auch zu unterdrücken. Lass uns mal auf der Herzgegend schauen. Also die Gedankenebene finde ich super schön. Das heißt, hier wird ein Treffen geplant in Bezug auf dich. Hier möchte man auch über die Gefühle sprechen. Und wir haben auf der Herzgegend des Wartens Wert. Ja, er spürt einfach, ja, das ist etwas ganz Besonderes zwischen euch. Es ist hier wert, auch zu warten. Und wie gesagt, jede Geschichte ist anders bei euch. Der eine hat sich getrennt, die anderen haben On-Off-Geschichten, ja, oder die anderen begegnen sich vielleicht dann auch nach Jahren sogar wieder. Aber hier spürt dein Gegenüber auf der Herzgegend, ja, das ist was ganz Besonderes zwischen euch beiden und das ist, ja, das Wartens eben auch wert. Ja, die Zeit, die es eben auch benötigt. Lass uns mal mit dem Lenormand schauen. Wir haben das Buch, das Haus und da hat er sich auch ins Kartenbild gelegt. Ich möchte mal gerne auf das Buch noch eine Karte, ich nehme jetzt mal auf alle drei eine Klärungskarte. Wir haben hier die 5 der Münzen auf das Haus. Der Teufel und auf ihn. Ups. Der Narr. Tatsächlich hätte ich gerne nochmal auf den Teufel eine Klärungskarte. Ich würde da eine nähere Information bekommen. Also hier geht es tatsächlich um das Häusliche. Also wir sind ja jetzt hier auf der Gefühlsebene und da nehme ich jetzt hier tatsächlich noch von dem Gefühl her etwas Toxisches wahr. Je nachdem, keiner weiß, wo das herkommt. Aber hier sehe ich tatsächlich noch auf der Herzgegend bei deinem Gegenüber einen sehr großen Mangel in der Gefühlswelt. Ja, vielleicht leidet er unter depressiven Verstimmungen, hatte vielleicht toxische Elternhaus und hat vielleicht das ein oder andere toxische Gefühl quasi mitgeerbt oder mit reingenommen in sein Herz. Das kann auch sehr gut sein. Ja, aber auf der anderen Seite natürlich fühlt er, dass er sich selber auch irgendwo befreien muss. Ne? Also das finde ich auch super interessant, weil gerade ja hier auch mit dem Engel der Liebe-Orakel heißt es ja hier auch des Wartens wert.
er spürt, dass da irgendetwas auf seinem Herzen, in seiner Gefühlsgegend ist, was losgelassen werden muss, was nicht so eine gesunde Verhaltensweise ist, weil es nicht förderlich ist für eine Verbindung. Ja, und das muss er aber regeln. Und er schaut aber auch schon darauf, dass er sich davon irgendetwas auch lösen muss. Denn wie gesagt, gedanklich gesehen möchte er eure Liebe echt auch leben. Ne? Und er weiß auch, du bist die Liebe seines Lebens. Und vielleicht ist das jetzt auch sogar ein Anstupser für ihn, da wirklich auch mal ins Handeln zu kommen, um da diese Dinge hier auch für sich ins richtige Lot zu rücken. Denn hier auf der Gefühlsebene ist er tatsächlich noch stark im Mangel. Ja, genau. Lass uns aber mal tendenziell für die kommenden Schritte anschauen. Wir haben hier die Täuschung. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. Jetzt schauen wir mal, ich bin super interessiert, was da jetzt vom Lenormand rauskommt, weil ich habe hier auch schon einen Impuls. Das heißt, ne, wir haben ja jetzt auf der, ich möchte aber jetzt nicht vorgreifen, lass uns jetzt erstmal schauen. Nicht, dass wir jetzt hier was verraten oder was dann ganz anders kommt. So, hier sind ja richtig zwei rausgesprungen. Okay, wir haben die Störche, die Vögel und wir haben die Lupe. Also tatsächlich, ja, genau, mein Impuls wird tatsächlich auch bestätigt. Wir haben ja die Täuschung. Wir sehen ja auf der Kopfebene, ne, ist hier schon quasi dein Gegenüber auf den Weg zu dir, schon mit guten Nachrichten. Er möchte sich mit dir treffen. Und das ist auch gedanklich gesehen tatsächlich, was ich hier wahrnehme, ehrlich gemeint. Auf der Gefühlsebene sehen wir einfach noch so ein paar toxische Dinge, die er hier noch ja für sich ins Reine bringen darf, um überhaupt fähig zu sein, langfristig eine gesunde Beziehung zu führen. Und jetzt haben wir hier natürlich auch die Täuschung in den kommenden Schritten. Und das kann natürlich hier sein, ja, dass eben hier dieses Gefühl des Mangels oder dieser, ne, Gefühle, die nicht förderlich sind, schon quasi einem bewusst sind. Aber man dennoch, bevor man daran wirklich gedreht hat, zu früh hier auf dich zukommt, weil wir haben ja hier auch die Störche und die stehen ja auch nochmal für eine Veränderung in eurer Verbindung. Ne? Das heißt, hier oben wird so ein Gespräch stattfinden, ein Treffen stattfinden, also er wird dich danach fragen. Und lass uns mal diese Karten auch nochmal klären. Auf die Störche bitte. Ups, da sind zwei gefallen. Wir haben hier die 9 der Münzen und die Kraft. Ja, er findet dich einfach auch super anziehend. Ne? Du bist hier die Frau der 9 der Münzen mit der Kraft. Du hast momentan eine sehr starke Ausstrahlungskraft. Und ich nehme hier tatsächlich eher so einen Zeitdruck bei deinem Gegenüber wahr. Das heißt, bevor er die Dinge für sich erstmal ins Reine gebracht hat, zu früh auf dich zuzukommen, weil ganz ehrlich, du bedeutest ihm schon sehr, sehr viel und natürlich hat er dann auch Angst, dass ihm sowas durch die Finger rutschen kann, wenn er zu lange vielleicht da mit seinen Dingen beschäftigt ist. Deshalb kommt er da irgendwie auch, sag ich mal, schon ehrlich gemeint auf dich zu, aber dennoch weiß er auch, dass er noch nicht vielleicht 100% bereit ist von seiner Gefühlswelt, dass da noch eine Blockade ist. Genau, und das wird hier diese Maske sein, diese vielleicht auch diese Täuschung, aber da ist es einfach wichtig, dass du auf dein Bauchgefühl hörst. Genau, auf die Vögel bitte noch eine Klärungskarte. Die 6 der Kelche, genau. Ja, die 6 der Kelche, ne? Du bist einfach hier ununterbrochen in den Gedanken deines Gegenübers. Ne? Die Vögel, das ist auch so wirklich Aufruhr in den Gedanken. Er hat sehr viel Unruhe. Er hat sehr viele Erinnerungen zwischen euch beiden. Und das ist eben auch hier dieser Zeitdruck, der mir hier angezeigt wird. Ne? Weil du hier einfach die 9 der Münzen und die Kraft, das sind zwei super mega gelbe Karten auch, Energiekarten, super magnetisch, du strahlst einfach. Und genau, so quasi wieder einfangen, ne? So irgendwie, genau. Dann haben wir hier noch die Lupe. So, ups, die wollte auch noch raus. So, auf die Lupe haben wir den Mond, den Magier und den Wagen.
Ja, genau. Also hier geht es im Endeffekt darum, ja, wie geht es weiter in den nächsten kommenden Wochen, sage ich jetzt mal. Die Kommunikation wird stattfinden. Er wird dich auch nach einer Veränderung in eurer Verbindung fragen. Ja, weil er hat einfach, du gehst ihm nicht aus den Gedanken. Ja, er hat wirklich sehr, sehr viele schöne Erinnerungen auch von dir. Und auch wirklich die wahre Liebe liegt hier. Das darf man hier, das muss man hier auch dazu sagen. Und das habe ich aber das Gefühl, wird auch noch mal richtig so deinen Gegenüber da reinbringen, wirklich sich noch mal mit seinen Ängsten zu konfrontieren, ja, mit der Lupe und dem Mond und ja, selber auch. Das wird so dieser Schlüssel- und Knackpunkt sein, ne? In welche Richtung geht es dann im Endeffekt? Wird man diese Ängste übergewichten wieder? Ne, oder die Probleme, oder aber gewichtet man wirklich auch, sage ich jetzt mal, die wahre Liebe zwischen euch und kann dann auch wirklich kraftvoll, sage ich mal, diese Verbindung auch zum Erblühen bringen, ja, und wirklich auch eine klare Richtung machen. Und jetzt sehr interessant ist, also ich sage mal, wenn du jetzt hier mit einer Resonanz gehst und du wünschst dir das hier, dann kannst du das auch wunderbar manifestieren. Ne? Du kannst dann da auch wirklich deine Visionen machen, wie du dir dein Endergebnis vorstellst und wirklich auch diesem Gefühl und dieser Vision treu bleiben. Und genau, dann kann das hier eben auch von deiner Seite stark gefördert werden. Ja, und an der Unterseite hatten wir den Hund noch gehabt, der steht für Treue. Das heißt, ich nehme auch eine Verbindung zwischen euch beiden wahr, die wahre Liebe A ist, aber auch eine tiefe Freundschaft, eine sehr, sehr tiefe Verbundenheit. Und dass man irgendwie auch so der Fels in der Brandung für gegenseitig ist, aber auch so sich so zu Hause fühlt irgendwie, ne? Also wirklich auch eine tiefe Freundschaft, eine tiefe Vertrautheit nehme ich bei euch beiden hier wahr. Genau, sehr schöne, an sich ist es eine sehr schöne Legung, ne? Wie gesagt, auf der Herzgegend darf er da noch so ein paar Dinge für sich regeln. Und ja, aber ja, wie gesagt, du bist hier einfach gerade sehr, sehr magnetisch auf dein Gegenüber. Okay, dann wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles Wochenende und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.